Yeah, when I got injured, I was very disappointed. And I thought I can't play World Cup. Es war eine ganz blöde Situation, wo ihm einfach ein Mitspieler natürlich völlig unbeabsichtigt in einem Zweikampf aufs Bein gefallen ist. Und dabei ist das Knie überdehnt worden nach innen. Und wir haben auf der Innenseite ein Band, was das Knie eigentlich stabilisieren soll und verhindern soll, dass das nach innen wegknickt. Und dieses Band ist dann bei dieser Situation angerissen, überdehnt worden und damit ist er dann erstmal raus gewesen. It was painful and I never felt like this kind of injury painful, you know. I felt this is not like heat. 3 weeks I couldn't bend my knee. I couldn't running, bike. Das war für Co seine erste Verletzung so in der Größenordnung. Der war auch relativ geknickt, vermutlich auch, weil er ein bisschen Sorge hatte, ob das funktioniert mit der WM. After MRI and after talk with the doctor, then they say it's possible, no? We don't know, but maybe possible to play for World Cup. So. Yeah, after that I was changing my mind, you know, be positive and just try to get well soon, you know. I was totally too focused on the knee. If doctor say don't move, I was just stopped. Also grundsätzlich ist es so, dass die Spieler natürlich, gerade wenn es gut läuft in der Reha, irgendwann ungeduldig werden, weil sie wollen natürlich auf den Platz, sie wollen zur Mannschaft, sie wollen Fußball spielen. Und da muss man dann natürlich ganz viel Aufklärungsarbeit auch leisten, dass die selber auch ein Gefühl dafür kriegen, warum wir die Dinge machen, die wir machen und warum wir sie so machen. Dass sie selber auch einfach wissen, dass sie gut vorbereitet werden dann fürs Mannschaftstraining. Of course, I want to play as soon as possible, but medical staff say, Jonas say, go easy, no? Take your time. Only running, running, running. Jonas, medical staff is. Everybody helps me for mentally, and I couldn't drive it. But yeah, my chef driving every day for training. Unheimlich wichtig, dass wir da eine positive Energie mitbringen, einen positiven Vibe, dass wir vielleicht auch mal gucken, dass es nicht eintönig ist, dass wir ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und so vielleicht auch die Zuversicht ein bisschen schüren können. Yes, show me, show me, show me. His training was very good. And not only training, sometimes we do fun together. So that's why I could focus on training. And yeah, of course, sometimes my mentality also difficult, you know, because I want to play, but Jonas say, easy, no? So that's why sometimes difficult, but we discuss every day. So it was very good work with him. I should look harder. Yeah. Der Co ist ein sehr professioneller Spieler. Der Co ist ein unheimlich lieber und sympathischer und sehr, sehr höflicher Mensch. Ich glaube, das sind so Attribute, das merkt man schnell, das weiß jeder. Was so ich nicht vorher so auf dem Schirm hatte, ist, dass Co auch einfach einen super Humor hat. Das Wetter ist schön. Let's go to Inside. Für mich oder für uns ist es natürlich immer was Besonderes, wenn dann neue Inhalte anstehen oder wir wieder mehr Möglichkeiten im Training haben, wenn er
zum ersten Mal aufs Rad gehen darf, wenn er wieder draußen laufen kann, wenn das erste Mal der Ball dabei ist, wenn er das erste Mal voll sprintet, wenn die Trainingsformen komplexer werden draußen, wir uns gefreut haben, so dass es weiter läuft, dass wir weiter unserem Ziel näher kommen und dass es einfach immer realistischer wird, dass das auch so funktioniert. Watch a game, of course I feel I want to play, no? I want to play, yeah, I can't play, but I want to play, no? I watch a stadium, then I feel, oh, I play always this kind of great atmosphere and great stadium and great in front of great fans. So when I play in the game, I can't realize, you know? Yeah, I was very happy, but I was very focused also, you know, because I don't want again, and still I had a little pain, you know. And I was asked to Jonas, also doctor, also, yeah, I feel pain, but this is no problem, no? They say this is no problem. Yeah, of course, sometimes pain, but this pain is not get worse, so just keep playing, so that's why. Yeah, of course, I was happy, but I tried to focus, yeah. Gerade dann in der letzten Woche, wo dann halt eben dieser ganz große Schritt zurück ins Mannschaftstraining anstand, waren wir natürlich extremst froh, dass das alles funktioniert hat. Also wir und Co. natürlich auch. I always talk to Jonas and Alex, doctor also, you know, I want to play before the World Cup. So that's why I was very happy and I could play a little bit, you know, just 5 minutes. Yeah, it was very emotional, you know. Yeah, I was thinking injured 2 months and come back, so I feel like very emotional. Yeah. Dieser erste Spieleinsatz ist natürlich immer ein Highlight für uns als Reha-Trainer oder für alle, die da beteiligt sind. So, ist ja nicht nur der Reha-Trainer. Und an dem Tag, also ist ja einfach so, das ist irgendwie ein Projekt, was man macht. Man arbeitet mit dem Spieler über einen längeren Zeitraum. Beide investieren sehr viel Zeit und Arbeit da rein. Und dann ist das immer natürlich ein Riesen-Highlight. Thank you, good game, huh? Super, super. Co. war so einer meiner ersten Wege nach dem Spiel so in der Kabine und bin dann zu ihm und er war super, super happy und hat mir dann sein Trikot geschenkt und sich nochmal bei mir bedankt. Das hat es natürlich auch nochmal zu was ganz Besonderem gemacht. No, it was 50-50, I think, because I played only 5 minutes before World Cup. Ich habe mir jetzt um das Innenband keine Sorgen gemacht, weil das einfach definitiv nach einem gewissen Zeitraum auch einfach verheilt ist und fest ist. Da wird nichts mehr kommen. Man muss halt immer gucken, wie ein Spieler dann tatsächlich diese hohen Belastungen verträgt. Ne? Und dann gerade jetzt bei der WM mit den 3 Spielen. Und da fiebert man natürlich schon so ein bisschen mit und drückt ein bisschen die Daumen. Yeah, it's difficult to say by English, but it was fantastic experience and great experience for me. And
yeah, now I feel I want to play World Cup again, you know? So it's difficult for explain, yeah. Mm-hmm.